Abstellung. Kann man Abstellung geben. Ah, doof, Baum schon wieder. Okay. Also müssen wir ein Foto machen. So. Muckbeck. Muckbeck. Ich gebe erstmal die Pizzen. Pizzi-Platz. Das sieht aus wie ihre Couch schon wieder. Ich verwechsel euch jedes Mal, ich kann nicht. Ich kann nicht. Das ist eine große reden. Pizza, ist groß. Na. Ich glaube, du hast die, eine extrem XXL-Pizza bekommen, Mika. Oh mein Gott, ich habe wirklich XXL ja, bekommen. Ja, ich meine, irgendwas ist da schief gegangen. Also ich wollte euch mal zeigen, ich weiß nicht, ob da was schief gegangen ist, aber die ist ein bisschen auch zugeklappt geworden. So verfressen bin ich nicht. Ich habe so große Pizza. Mach doch andere Richtung, Schlauberger. Ja, bin ich so schlau. Ich muss erstmal ein Stück essen, bevor man anfängt zu reden. Vor allen Dingen, weil ich schon sehr... Hallo, was machst du da? Mach mal ein bisschen. Bist du dumm? Nee, musst du ausmachen. Oh, okay, schau. Bin ich so schlau. Video wird gesperrt, YouTube. Ach ja, ich kenne mich da leider nicht aus. Sag, ich mach nur ein bisschen. Ich mach nur ein bisschen. Fällt der GEMA schon nicht auf. Wir haben uns so lange überlegt und diskutiert, was wir essen sollen. Eigentlich waren wir bei was Gesundem. Das ist gesund. Ich habe sehr viel Mühe gegeben, beim Gesunden zu bleiben. Aber... 2 gegen 1 geht nicht. Deine sehen aber fast genauso aus wie ihre. Ja, da ist nur noch Mozzarella drauf. Machst du mir auch so eine Größe? Ja, warte. Handel. Aber ich habe gerade gelesen, du willst ihn jetzt in deinen Videos zeigen. Aha. Nee. Was sagt ihr dann als meine zwei... Was sagt ihr als meine zwei Verbündeten? Gute Idee oder schlechte Idee? Ihn zu zeigen? Ja. Habe ich ja schon gesagt. Ja. Du hast mich ja gefragt, oh, danke. Dass jetzt eine gute Idee ist, ihn jetzt zu zeigen oder später. Erstmal Wasser. Danke. Hab ich gesagt. Deine ist voll dick, Alter. Meine ist voll dünn. Danke. Hab ich gesagt, ja, warum nicht? Macht keinen Unterschied. Ganz ehrlich, Mino? Ja, eigentlich ja. Wie viele Influencer zeigen ihren Partner nicht? Dick Slater zum Beispiel. Und selbst die Hochzeitsbilder, du siehst diesen Typen nicht. Du wirst ihn niemals sehen. Ich würde da gar nicht auf die Meinung anderer Leute eingehen. Wenn sie den sehen wollen, ja, kommt nach Düren. Nein, aber ich meine... Dass ich ihn jetzt zum Beispiel in meinem Video zeige. Was fühlst du denn selber? Ich denke mir halt so, es gibt Argumente dafür und es gibt Argumente dagegen. Zum Beispiel. Argument dagegen, man trennt sich, dann hat ihn jeder mäßig gesehen, ist irgendwie unnötig. Dann wiederum denke ich mir so, ja und jetzt, selbst wenn die es gesehen haben, wenn ich zum Beispiel kein Social Media machen würde. Mhm. Zum Beispiel du jetzt in einer Beziehung bist, postest du auch Bilder mit deinem Freund. Und dann, wenn ihr getrennt seid, nimmst du die halt wieder raus. Also das macht ja jeder so. Ja. Und nur mit dem Unterschied, dass ich halt in der Öffentlichkeit stehe. Was, wen juckt's im Endeffekt? Nur mit dem Unterschied, dass zum Beispiel mein letzter Ex sich nicht zeigen wollte mit mir. Dementsprechend wusste auch nie jemand was davon. Hast du keine Bilder mit dem gepostet? Warum kommst du jetzt mit meiner Collage, Alter? Ja, weil ich jetzt nicht weiß, was Experta ist. Oder Experta, oder weiß ich nicht, was du gerade gesagt hast. X-Later! Was ist X-Later? Das ist eine Influencerin, eine YouTuberin. Also, wenn ich so schlau. Ich kann kein YouTuber und mir rein. Oh mein Gott. Ich bin so eine Person, ich habe halt so ein Mitteilungsbedürfnis. Ich mache halt hauptsächlich Vlogs und wenn man den dann halt sieht, ist es halt für mich einfacher, nicht ständig so drauf zu achten, rauszuschneiden und so ein Versteckspiel draus zu machen. Ich bin gar nicht so dieser Typ, ich bin keine mysteriöse Person. Mhm. Ich bin ein offenes Buch. Mhm. Und ich weiß auch, dass das schlecht ist und viele haben mir auch geschrieben, zeig den nicht und sowas. Warum? Aber ja, einfach so wegen böse Auge und sowas, aber ich glaube halt nicht so sehr daran. Bei mir ist halt also eigentlich der einzige Grund, dass ich es halt dann im Endeffekt unnötig fand, wenn ich ihn zeige und dann trennt man sich und dann muss man wieder alles rausnehmen. Das ist halt so der einzige Grund eigentlich, was so für mich dagegen spricht. Aber das kann halt immer passieren. Hm. Es gibt ja auch Menschen, die lange verheiratet sind und sich trennen. Also, ja. Da steckst du nicht drin. Kennt ihr das, ihr geht in ein Restaurant, wo ihr immer hingeht so, dann guckt ihr euch die Karte an, bestellt aber trotzdem immer das Gleiche. Ja. Nee, die nicht, die bestellt immer was anderes. Stimmt. Nee, ich bestelle immer dasselbe. Immer das Gleiche. Und ich gucke mir trotzdem 15 Minuten die Karte an. Ja. Und mit mir selber am Struggle oder im Endeffekt, wieder das Gleiche. Ich gucke das immer, weil ich beim nächsten Mal essen kann noch. Für was ich mich heute entscheide und dann beim nächsten Mal nehme ich das andere. Boah, da kann ich gar nicht drüber nachdenken, weil ich dann schon zu voll bin. Also ich bin eine Person, das höchste der Gefühl ist, dass ich auch halt ein bisschen länger noch gucke, was ich nehme und dann trotzdem dasselbe nehme. Aber voll oft bin ich auch so eine Person, die einfach reingeht, die Karte nicht mehr aufmacht und direkt sagt, was sie will. Weil ich immer dasselbe nehme. Nee, ich gucke trotzdem in die Karte. Ja, okay. Vielleicht gibt es ja was Neues. Wo ich das erste Mal in Italien war, haben wir gegessen. Fand ich ekelhaft. Jetzt mittlerweile habe ich das echt so gern gefunden. Nicht alle, aber es gibt welche, die sind schon echt geil. Also ich als Italiener sage, widerlich. Wie war das eigentlich nochmal? Du wolltest doch mal deinen Freund pranken mit dieser Salami. Hast du das gemacht? Ja. Wie war das nochmal, der Verlauf? Sie wollte mal ihren Freund verarschen, so tun, als ob die aus Italien eine Salami für den mitgebracht hat. Ja, hat er wollte unbedingt so eine trockene Salami haben. Genau, und dann hat sie aber einen aus hier... Rewe. Aus Rewe geholt. Aber ich habe zu meiner Verteidigung, ich habe ihm Wein gekauft.
Ja, stimmt. Ach, das bin ich mein. Am Flughafen. Ja, am Flughafen habe ich Wein gekauft. Das hast du sogar noch vorgeschlagen. Ja, weil ich habe mir gedacht, ich kann mit gar nichts mit gar nichts hinkommen, so nach Hause. Also habe ich dann den Wein gekauft und Salami aus dem Rewe. Und wie war das nochmal? Hab Packung ausgepackt, hab's dann dahingestellt. Und der kam so und der nimmt die so. Oh. Dann war der die ganze Zeit voll am Stöhnen, so wie immer. Und boah, ich musste so lachen, ne? Und der so, boah, typisch italienische Salami. Und ich so, boah, es tut mir leid, die ist aus dem Rewe. Der so, boah. Ich hätte einfach eiskalt durchgezogen, warum Alter. Warum hast du mir das nicht einfach nichts gesagt? Weil dann hätte ich wenigstens mit dem geilen Gefühl diese Salami gegessen. Also hätte ich nichts gesagt, hätte gedacht, die wäre wirklich aus Italien. Ja, ich wüsste. Aber wie er dran gerochen hat. Ich bin komplett fast zu alt hier. Der ist so daran gestorben. Die Standard-Salamis, die wir auch sonst immer kaufen. Du hast nicht mal eine andere genommen, sondern einfach dieselbe, die sonst auch immer. Boah, ich bin jetzt schon voll, ne? Boah, ich eigentlich auch, aber ich will die aufessen. Also ich habe fast die ganze Pizza gegessen. Leute, ich habe fast gar nichts mehr. Das ist das erste Video, was wir zu dritt drehen, im Powerpuff Girls Trio. Stimmt. Stimmt, ja. Zur Premiere. Crazy. Fühlt sich an wie immer. Ja. Vielleicht ist das auch so voll normal, wenn die Kamera läuft, ne? Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich mir das erste Video angucke, wo wir das Adventskalender-Ding gemacht haben, boah, das ist so Fremdscham bei mir selber. Warum? Weil ich einfach ganz genau sehe, wie nervös ich bin. Echt? Ja, voll. Scheiße. Was? Ist eigentlich das Lenkrad im Fokus? Ich hoffe nicht. Ich muss so die Kamera ein bisschen... Also eben waren wir eigentlich war nicht im Fokus. Okay, gut. Und das wär's jetzt. Du bist fertig mit Essen. Das heißt, du hast als erstes den Redestein, oder wie war das? Ja. Ich hab den Redestein. Wo ist der Redestein? Das heißt, du erzählst jetzt über dein Leben. Über mein Leben. Was soll ich über mein Leben erzählen? Und, was du an uns beiden so magst. Okay. Wir brauchen beide Bestätigung. Bei meinem Leben. Also ich bin die Vika. Hallo Vika. Auch bekannt als Vika 95. Folgt auf Instagram. Hier einmal der Instagram-Name eingeblendet. Mittlerweile Vika95. Ich bin in einer Beziehung seit 4 Jahren. Vier jetzt. Fast. War das nicht nur 3 vor kurzem? Ich dachte auch. Nein, fast 4. Hat sich halt schon oder? Hattet ihr schon Jahrestag? Ich glaube nicht. Doch, hatten wir, natürlich. März oder April? Ah. Irgendwo da. Aha. Was? Ich kann mir irgendwie nicht merken. Ah doch, ja, ich weiß, 4 Jahre. Mhm. Ja, ja, siehst du, okay. Arschloch. Entschuldigung. Mein Fehler. Ich bin glücklich in einer Beziehung. So, weißt schon, was ich beiden mag. Ich liebe ihre Lache, Alter. Essen geht dann. Was ich an Erika mag, ich kenne Erika ja schon ein bisschen länger. Ja, deine Direktheit. Auf jeden Fall. Du bist eigentlich immer direkt straight zu mir. Egal, was ich mache, tue, sage und finde ich gut. Nicht so drum herum reden oder schön reden oder so. Oft sind wir auch gar nicht derselben Meinung. Ja. Eigentlich. Ist immer so, du bist der Meinung, ich bin eigentlich immer der andere Meinung. Also wir sind halt sehr gleich von unseren Interessen und so, aber unsere Meinungen gehen schon auseinander, ja. Ja. So über Themen so mäßig. Genau. Aber sonst haben wir ja, wie gesagt, viel Gemeinsamkeiten. Ja. Wir haben sehr viel Spaß zusammen. Ja. Ich bin froh, dass wir aktuell auch sehr viel Kontakt miteinander haben. Und dann habe ich auch noch die Marlene kennengelernt. Diese wundervolle, tolle Frau hier neben mir. Hör auf. Ja, der erste Urlaub war ja sehr lustig. Ja. Hatten wir so ein bisschen unsere Bedenken, ein bisschen Angst gehabt, sodass es nicht so ganz passt. Aber war Probezeit für Marlene. War Probezeit. Aber 1A. Haben uns von unten bis oben inspiziert und uns kennengelernt. Na, wirklich? Ja, genau. Gucken, nichts anfassen. Nee, und mit Madeleine habe ich auch rausgefunden im ersten Urlaub, dass wir eigentlich auch voll viele Gemeinsamkeiten haben. Übertrieben. Voll. Also ich war voll verwundert so, weil wir uns ja gar nicht so richtig noch gut kannten. Und als wir dann nämlich zusammen weggegangen sind, wo dieses Arschloch da hinten nicht mit wollte, zu dieser schönen Architektur und alles, was uns beide interessiert hat. Ja, die so geht weg, tschö. Ich mache Videos. Die so verpisst euch. Ich hab keinen Bock auf euch. Ja. Und da haben wir beide ja voll gemerkt, so, dass wir voll dieselben Interessen haben und so. Das fand ich echt cool. Ja, finde ich. Mir so aufgefallen. Ich bin so von dem Verhaltenswesen und von der Meinung her eher wie du. Ja. Das, was bei euch nicht harmoniert. Ja. Andererseits seid ihr aber so durch die Wand jedes Mal, dass ich dann gefühlt die Vernunft von euch beiden aber dann... Das so, ihr seid immer so, egal, was kostet die Welt, raus! Und ich sag so, Leute, da ist ein Mörder im Busch! So. Ja. Du? Ich bin ein bisschen vorsichtiger noch. Ja. Ich bin ein bisschen mehr Mauerblümchen. Du bist ein bisschen Pussy irgendwie. Ich bin nicht Pussy, ich bin einfach vorsichtig.
Siehst du das, was ich meine? Rauf in den Kampf! Ich sag, da ist ein Mörder! Egal! So bist du! Wir haben nur noch 10 Kilometer! Nein, wir schaffen noch 500! Ja, fahr einfach über die Straße, das Auto geht kaputt! Egal, fahr! Sag, ich bin Pussy, Alter! Ich hab einfach nur Hirn! Wären wir durch diese Weg gefahren, wäre dieses Auto kaputt gewesen. Vor allen Dingen, der Typ am nächsten Tag sagt, wenn ihr da drüber fährt, das Auto ist kaputt. Nee, aber wie gesagt, ich hab euch beide auf jeden Fall voll gern. Hab euch lieb. Bin froh, euch zu haben. Wirklich, kann ich nur zurückgeben. Ist es immer selten, dass es auch so eine Dreikonstellation funktioniert. Ja, aber da wir die Powerpuff Girls sind, funktioniert das. Ja, ist so. Habst du dir gestern gesagt, ne? Warst du gestern bei mir zu Hause? Nee, vorgestern. Habe ich dann zu ihr auch gesagt. Zu Vika, ganz ehrlich, ich bin so froh, weil seit ich die Freundschaft mit dir und mit dir verbindet habe und wir Dreier gespannt geworden sind, ist es viel intensiver geworden, auch zwischeneinander, aber halt auch im Team. Also auch mit Vika die Freundschaft ist viel intensiver geworden. Also klar, wir hatten früher mal eine Phase, wo wir auch 24/7 aneinander geklebt haben. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Aber halt dann die ganzen, eigentlich seit du in einer Beziehung bist und ich auch in einer Beziehung war, war es halt nicht mehr so. Da war es so, haben wir es eigentlich nie mehr gesehen. Jetzt seitdem das halt so zu dritt ist, ist es halt voll intensiv geworden. Und das finde ich voll schön. Und vor allen Dingen, weil das echt nicht immer klappt. Auch diese Abende einfach zusammen, die wir verbringen, wenn wir einfach uns so spontan treffen und dann einfach ein bisschen die Nacht zusammen sitzen und quatschen und essen und... Das ist einfach so befreiend einfach für einen. Ich finde das schön. Ja. Ich muss auch sagen, ich finde es halt einfach super krass, weil ihr beide kennt euch ja schon seit Ewigkeiten um 3 Jahren, Alter. Und ich einfach so als aus dem Nichts. Ich bin da, hallo. Ich bin euer Part, was euch euer Leben lang gefehlt hat. Ja, das fehlende Puzzlestück. Ich hab mich komplett gemacht. Ja, du hast uns komplett gegenseitig. Ja, muss gegenseitig ineinander. Ich schwöre, ich verstehe Pizzakartons nicht. Ist mein Leben lang schon nach außen. Das muss nach außen. Nein, nein, lass drin. Nein! Also, ich rede jetzt. Ich habe meine Lippen gestern aufgelöst. Das sieht echt komisch aus. Ja, es ist sehr ungewohnt. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe es ein bisschen. Aber nicht so, dass direkt so. Ich sehe das volles Kaliber. Nee, ich nicht. Weil das war das Einzige, was ich fand, dass an Erikas Gesicht anders aussieht im Vergleich zu vor 10 Jahren. Sonst siehst du für. Bist du aus. Mema. Ich habe mich dazu entschieden, eine Hyalase-Behandlung zu machen. Könnt ihr mal bei Instagram bei mir vorbeischauen, wenn ihr gucken wollt. Instagram-Name hier. Genau. Ganz kurz nebenan anschließen. Ja. Lieb dein Gesicht war die beste Entscheidung für mich, weil ich habe schon so einiges ausprobiert, war alles Reinfall, voll Katastrophe. Und da bin ich wirklich ohne blauen Flecken, ohne Knötchen, ohne gar nichts. Das ist super. Ich bin richtig zufrieden da. Ich auch. Und die sagen dir, also was ich auch gut fand, die haben es mir zum Beispiel gesagt, wo ich das letzte Mal da war, das war glaube ich nach dem dritten Mal oder so. Jetzt kommst du erstmal ein Jahr nicht, du hast Sperre. Ja. Das heißt, auch wenn ich gewollt hätte, hätten die mich nicht angenommen. Ja. Weil ich eine Sperre habe, weil ich schon genug drin hatte. Ja. Die haben gesagt, mehr wird nicht mehr schön. Wir wollen, dass du schön rumläufst. Du warst auch bei denen, ne? Ja. Und du hattest immer nicht so gute Erfahrungen. Halb. Ja. Also der erste, wo ich ja war, der war ja eine komplette Katastrophe. Ja. Da bin ich zu lieb dein Gesicht gegangen, weil ich das halt ausgeglichen haben wollte. Die hat mir auch empfohlen, eine Hyalase. Ich sage immer Hyalase, aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber wir haben sie mir auch empfohlen, das zu machen. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, eigentlich gar keinen Bock darauf, mir wieder die Lippen aufspritzen zu lassen, weil das tut für mich unglaublich weh. Unglaublich schlimm. Und ich bin nur ein bisschen enttäuscht, weil ich nur 0,5 reinbekommen habe und sehr viel Geld da gelassen habe dafür. Ja. Dafür, dass ich dann... Also trotzdem kompletten vielleicht einen Monat nicht mal davon hatte. Ich habe für das erste Mal schon sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Ja. So, und dann habe ich, und ich habe mehr reinbekommen. Und dann war ich halt da zur Korrektur eigentlich. Klar, die sind nicht dafür verantwortlich, das zu korrigieren, was jemand anderes vermasselt hat. Aber ich hätte mir eigentlich schon irgendwie gewünscht, dass die mir doch vielleicht von Anfang an schon mehr reingemacht hätten. Weil klar, das klingt wieder ab. Ich habe ja nicht vor, wieder regelmäßig hinzugehen. Mhm. Ich wollte es nur einmal wieder vernünftig haben, sodass ich dann meine Ruhe habe. Aber ja, jetzt müsste ich rein theoretisch wieder dahin. Also rein theoretisch müsstest du auch Hyalase machen. Ja. Weil man sieht, dass das ist bei dir genauso wie bei mir, dass das halt oben drüber hängt. Ja, das fuckt mich halt ab. Ja, und das ist immer... Da habe ich keinen Bock drauf. Das war bei mir halt genauso. Ich war zum ersten Mal, war ich bei einer Klinik, also bei einer Praxis. Das ist ja schon 5 Jahre oder sowas her. Und damals gab es halt noch keine Russian Lips, muss man dazu sagen. Mhm. Jeder ist mit diesem Entenschnabel rumgelaufen. Und ich habe das einmal gemacht bei der. Meine Lippen sahen so schlimm aus, ich fand das so hässlich, dass ich daraufhin 2,5 Jahre nicht mehr gegangen bin. Also gar nicht, also einmal und nie wieder. Dann bin ich zu lieb dein Gesicht gegangen. Ja. Und die meinten zu mir schon das erste Mal, wo ich da war, du müsstest Hyalase machen, weil das alles bei dir über der Lippe hängt.
Aber ist halt nicht so schlimm, wenn du damit leben kannst, dann leb damit. Und ich dachte ja erstmal, komm, ich gucke. Ja, ich habe jetzt 3 Jahre lang geguckt und irgendwann reicht's auch. Weil von alleine verfliegt das nicht. Aber wo ihr das gerade so sagt, ich habe das ja auch einmal woanders gemacht. Ich will nicht. Das war ja auch Katastrophe. Ja. Vielleicht ist das ja deswegen bei mir auch so. Kann auch sein. Ja. Kann auch sein. Maybe. Weil die haben eine reine Katastrophe. Das war ja voll die Katastrophe, Alter. Ich glaube, das, was mich am meisten daran abgefuckt hat, ist, das Ergebnis unmittelbar nach der Unterspritzung bei dein Gesicht war. Ja. Schockhüsel, Alter. Das war geil. Das sah so gut aus. Geil. Ja, wirklich. Und dann war es gefühlt weg. Ja. Aber es liegt halt, das nicht, in deren, wieder, das liegt halt nicht in deren Macht. Ja, aber sie hätte ja mehr machen können. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja. Dann wäre es mehr auch drin geblieben. Ja. Ja, ich will ehrlich. Das nicht. Ich bin ehrlich, ich hab mir die aufspritzen lassen, weil ich einfach nur angleichen wollte. Nicht unbedingt wegen Volumen oder sonstiges oder keine Ahnung was. Und das tut so weh. Ja. Und ich will das nicht nochmal machen. Ich bereue. Bist du auch so eine Mimimi? Ey, ich Also ich finde es nicht so schlimm wie sie. Ach krass. Ich sterbe, wirklich. Jeder einzelne Stich, das ist für mich Horror. Da hilft die Stress-Bertha auch nicht. Nee, die Bertha, die hilft da nicht. Nein. Die hilft gar nicht. Ja. Also so bei mir tut das natürlich nicht weh. Ich bin da ja voll... überhaupt nicht schmerzempfindlich. Nee, ich kann das nicht. Erzähl weiter, Entschuldigung. Ich finde trotzdem, die Praxis ist halt wirklich sehr, sehr seriös. Die haben richtig gute Ärzte und sowas. Da ist man auf jeden Fall am ehesten in den besten Händen, würde ich sagen. Deswegen, ich will auch nirgendwo Das auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall nie wieder, und ich kann es jedem ans Herz legen, nicht zu wenig bezahlen für so etwas und dann voll die Scheiße am Endeffekt raus haben, so wie wir jetzt mit unserer Kacke hier. Sondern lieber einmal vernünftig wohin gehen, wo du vielleicht von jemandem schon weißt, die machen das gut. Muss ja nicht unbedingt Lieb dein Gesicht sein, aber... Yeah. Wie viel hast du für deine Lippen das erste Mal bezahlt? 300. Ja, guck. Und bei Lieb dein Gesicht 350 oder was? Nee, auch 300. 230. Hast du da bezahlt? Ja gut, du hast 300 bezahlt. Ich bezahle immer 300. Ja, 70 Euro weniger für 0,5. Ja, und ich für 1 Milliliter. Ja. Aber die tun nie mal komplett rein. Ja, aber ich habe ja auch beim ersten Mal 300 für 1 Milliliter ja... Bei dem ersten. Mhm. Weil das Ergebnis war wunderschön, wirklich. Und ich war zufrieden. Und dann halt einfach zu sehen, dass das so schnell weggegangen ist, dass ich diese verkrüppelte Form so schnell wieder reinbekomme. Weißt du aber, was das Problem ist? Du hast es erst zum zweiten Mal gemacht. Und Hyaluron dauert auch eine Zeit, bis das sich richtig festigt. Weil irgendwann ist das so fest drin, dass du gefühlt 1-2 Jahre nicht gehen musst und das ist immer noch genauso wie vorher. Das war ja immer noch da. Von dem ersten Mal. Aber auch noch da. Und ich war ja, wann war ich da? Ich war im September, habe ich das erste Mal machen lassen letztes Jahr. Ja. Und dann bin ich im Mai dieses Jahr wieder dahin gegangen. Und die waren immer noch voll. Es war ja nicht so, dass das weg war bei mir. Nur halt, dass diese Asymmetrie halt einfach mich so extrem abgefuckt hat nach wie vor. Aber weil der durch die erste Unterspritzung die Asymmetrie verschlimmert hat. Und ich wollte das einfach nur ausgeglichen haben. Also da war noch Produkt drin. Es ist nicht so, dass das weg war. Vor allen Dingen, der meinte so, ja, in 3 Monaten kann man nochmal spritzen. Ja, Alter! Weißt du, was ich mich halt frage bei so anderen Ärzten, was die halt für ein Material benutzen? Ja, hatte ich ja gesagt. Auf jeden Fall. Ich hatte das der einen gesagt und die meinte so, ja, das ist auch dafür bekannt und so, dass das auch Knoten bildet, bla bla bla, dies, das, jenes. Und die benutzen auch ein Schrottprodukt, weißt du? Ja. Und deswegen hält das wahrscheinlich auch so fest. Egal, wie hässlich der das reingespritzt hat, das bleibt dann auch noch so. Eben. Und die bei dir dein Gesicht benutzen halt hochwertiges Juvederm und keine Ahnung was. Ja. Und das baut sich halt auch eher halt ab. Ja. Deshalb zum Beispiel denke ich mir, warum hat sie nicht direkt 1 Milliliter reingemacht? Vielleicht, weil es sonst einfach zu too much werden würde. Es hätte nicht schlimmer aussehen können als beim ersten Mal unterspritzen. I swear. Ja, keine Ahnung. Es ist ja irgendwie keine Ahnung. Ich habe mir das Gefühl, ich habe einfach komplett reingeschissen mit den Teilen. 500, fast 50 Euro, Alter, für nichts. Boah, ärgerlich. Es aber man sieht, dass du deine Lippen aufgespritzt hast. Ja, wow. Es sieht aber trotzdem schön aus. Das Einzige, deswegen habe ich jetzt Hyalase gemacht. Haben wir noch Tuch hier. Tuch, ja. Mich stört halt dieses über der Lippe, genauso wie bei mir selber auch. Ja, mich auch. Gar nicht alles haben. Das hat mich ja auch extrem gestört, weil, wie gesagt, der Typ hat ja die Asymmetrie verschlimmert. Und so gesehen war dann nämlich meine linke Oberlippenseite schneller unten als meine rechte. Mhm. Also die waren nicht so schief. Wahnsinnig. Der hat die einfach noch... Was machst du? Das ist dreckig, das fällt mir schon die ganze Zeit ab, Alter. Ich will ihre Finger sauber machen. Nein, da war die ganze Zeit so ein Fleck und ich konnte nicht. Jetzt habe ich die ganze Zeit so abgefuckt. Auf jeden Fall, der hat mir das nämlich nicht hier oben dran reingemacht, sondern komplett in die innere Lippe. Ja, toll, was soll ich damit? Idiot. Also hat er im Endeffekt auch keine Russian Lips gemacht. Nö, der hat einfach Arschloch gemacht. Ja, junge Arschloch Lips hat er gemacht. Eine Rosette hatte ich am Ende des Tages. Ja, ihr könnt euch natürlich bei Marlene...
Privat-DM melden. Was in der hier ist mein Instagram-Name, Marlenio. Was in der Klinik das war, damit ihr da nicht hingeht. Ja, geht zu dir, liebt dein Gesicht. Seid ja alle bestens aufgehoben, auf jeden Fall. Das kann ich unterschreiben. Du warst noch im Redebedarf. Ja, irgendwie ist das alles in einem Beauty-Talk abgedriftet. Ist ja aber auch nicht verkehrt. Sind wir hier in der Mädelsrunde und reden über Schönheitseingriff. Ist doch, passt doch. Marlene, möchtest du was? Ich möchte nicht über mein Leben reden. Okay, möchtest du ein paar nette Worte hier verlieren? Was sind wir eigentlich so ekelhaft heute? Ja, ist so warum. So, wir sagen uns nie Komplimente. Ach so. Selten. Selten. Das stimmt doch gar nicht. Aber schön, ich mag das. Ja, ich mag das auch. Wir mögen das alle. Wir haben alle ADHS. Ja, das stimmt allerdings. Ich bin sehr froh, euch kennengelernt zu haben. Ich bin sehr froh, in dieser in der Buttercup zu sein, in der Powerpuff-Team. Und was ich sehr an euch schätze, ist, dass ich wirklich einfach der bekloppte Mensch sein kann, der ich bin. Und ich kann euch einfach jede beklagte und unmoralische Geschichte erzählen. Und ihr habt mich trotzdem lieb. Und das schätze ich sehr. Wir haben so einen Ehrenkodex, dass wir uns alles erzählen und alles schweigen. Ja. Der Ehrenkodex ist, du kannst sein, wer du willst, wenn du kannst. Genau so. Ja, wir können uns wirklich jede Scheiße erzählen, das ist echt schön. Das fühlt sich auch, jede Information, die ich euch gebe, fühlt sich so sicher aufbewahrt auf. Mhm. So. Arschloch, Kamera ist wieder ausgegangen. Bruder! So, jetzt kommen wir zu unserem Dessert. Also ich bin total voll eigentlich, aber... meine Pizza ist immer noch auf dem Dach, das ist vielleicht nicht vergessen. Oh ja. Eins. Danke. Oh. Haben die cool gemacht. Ja. Letztes Mal war das bei mir in einem anderen Ding. Mmh, das ist so lecker. Wenn ihr eine Osteria bei euch irgendwo habt, müsst ihr dieses Crema di Fragola kaufen. Oh mein Gott. Boah, aber das ist sogar noch mehr als eigentlich in diese, wenn man da kauft. Echt? Ich schwöre es echt so. Das ist viel mehr. Mmh. Boah. Das schmeckt halt übelst nach Kondensmilch irgendwie. Ja. Nach dieser Guschonka oder wie das heißt. Mhm. Ja, stimmt, du hast voll recht. Ich glaube, ich habe noch nie Kondensmilch gegessen. Echt nicht? Boah, lecker. Ich kann echt gar nicht. Ja, in russischer Küche wird oft Kondensmilch verwendet, ne? Mhm. Und Schmand. Überall gibt es Schmand. Schmand. Voll viele kennen ja keinen Schmand. Zum Beispiel, ich habe meinen Freund gefragt, magst du Schmand, was ist das? Du einen auch nicht. Ja. Der kann das auch nicht. Der hat schon mal davon was gehört, aber nie gegessen. Aber es passt ja wie Cream Fresh. Ja. Jetzt könnt ihr wieder lachen, ne? Weil ich habe eine ganz dumme Frage. Jetzt kommt's. Was? Wir lieben deine legendären Fragen. Man nennt es ja Mukbang. Mukbang, Entschuldigung. Warum? Ich habe dieses Wort noch nie so gehört. Aus dem asiatischen Raum, meine ich. Ich kann die Frage auch nicht beantworten. Schade, ich dachte, jetzt kommt was richtig Lustiges. Also ich hätte jetzt gedacht, ich habe das nie gegoogelt. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, weil das fing ja quasi so zur Corona-Zeit ja an, wo jeder halt dieses ASMR angefangen hat und so weiter und so fort. Und ich glaube halt einfach, dass das aus diesem asiatischen Raum halt einfach ist, weil die ja damit angefangen haben. Dementsprechend denke ich, dass Mukbang irgendwas Asiatisches, was bedeutet Essen. Ich google mal. Eigentlich heißt es anscheinend Mukbang. Mukbang? Mukbang ist ein Internet-Videotrend aus Südkorea. Dabei verzehren Menschen übergroße Portionen an Essen und filmen sich dabei. Es kommt auch vor, dass kleinere Portionen zubereitet und gegessen werden. Warst du ja sehr, sehr nah dran. Also eigentlich richtig. Ja. Ich war mir nicht sicher. Ich wollte Korea sagen und dachte ich so, nee. Halt mir besser die Schnauze, sag's asiatisch. Ist Mukbang gesund? Mukbang ist sicher nicht gesundheitsfördernd. Prinzipiell ist es wichtig zu beurteilen, wie schnell die Nahrungsaufnahme stattfindet. Es ist empfehlenswert, sich bei jedem Essen genügend Zeit zu nehmen, da es sonst zu einer Überdehnung der Magenwand mit Schmerzen und Brechreiz kommen kann. Ja, fühle ich. Ich fühle die Überreizung, Überdehnung. Ich auch. Nicht. Du hast ja auch früh genug aufgehört. Ja, wir haben komplett eskaliert. Ich bin schlau. Ich kann das irgendwie nicht. Ich muss immer mein Essen aufessen. Boah, nee. Egal, wie schlecht es mir dann geht. Ich muss immer, auch wenn es nur so ein kleines Stück ist, muss ich stehen lassen. Weil dieses kleine Stück ist das Letzte, was alles kaputt macht. Ja, es ist auch eigentlich so schlau, wenn man auf seinen Magen hört. Ja. Wenn er sagt, hör auf, ich kann nicht mehr. Habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Mir hat eine Zuschauerin von ihr geschrieben. Was, lol. Hab ich dir das gezeigt? Nein. Zu deinem Lachen muss man nichts mehr sagen, hab mich totgelacht. Hab ich das eigentlich immer zum Video? Gut, oder sah so einladend aus. Einfach ausgeschnitten. Naja, schlau. Wir können die ja alle oben draufstellen und so entsorgen. Ey Leute, ich habe ein Problem. Ja. Ich habe meinem Freund gesagt, dass ich so zwischen 18 und 19 Uhr zu dem komme. Ja. Wir haben schon? 17 Uhr. Und was hattest du noch vor? Gestern haben wir schon. Video machen wir. Ja. Yeah.
Allein nach Hause und wieder dahin ist eine Stunde fast. Nein! Doch. Was labert die? Bist du doof? Die so, ich fahr voll der schnelle Auto, aber... Guck mal, das dauert 25 Minuten hin und zurück. 50 Minuten, sorry. Ich bin innerlich gestresst. Lass uns in den Urlaub fliegen. Ja. Plötzlich platze. Ich auch. Mir geht's auf jeden Fall verblüffend gut noch. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, das habe ich gehört. Zieh da nicht, noch ein bisschen nicht so viel dran, da kommt noch irgendeine Kacke raus. Das ist Schrott, diese Dinger, nicht rauchen. Ja, ich krieg Allergie davon. Also ich habe gehört, dass dein Freund mir welche eine gibt. Der hat gesagt, ich gebe dir ganz viel. Ich so, nein, ich will nur eine. Ich nehme mich wieder. Das muss ich noch sagen, das war voll witzig. Ich war in unserem Die ganze Video. Zeit angeschnallt. Ja, das ist mir beim Schnitt auch aufgefallen. Ich so, und dann kam es auch so in die Kommentare, dass du beim Video angeschnallt warst. Das war mir beim gar nicht aufgefallen. Währenddessen ist mir das auch nicht aufgefallen. Ich hatte Angst um meine Sicherheit. Ja, wer weiß, wir vielleicht stehen. Passiert ein Unfall, aber da bin ich angeschnallt. Das ist alles Gesundheit. Ja, Leute, das war's dann von dem Video, ne? Wir hoffen, ja. Tschüss. Es tut mir leid. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr das auch mal so in der Dreierkonstellation fandet. Gebt mal einen Daumen nach oben. Lasst liebe Worte da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, nicht? Ja, was war das? Tschüss. Ja, da war ein Fussel Flieger. Ein Flusel. Ein Flusel.